In einer Welt, die von künstlicher Intelligenz, KI und technologischen Fortschritten geprägt ist, ist es wichtig, die spirituelle Perspektive zu berücksichtigen, die uns ein Kurs in Wundern, EKIW, bietet. Aus dieser Perspektive könnte KI als ein weiteres Puppenspielzeug des Egos betrachtet werden, in das uns von unserer wahren Natur und unserem spirituellen Ziel ablenkt. Die Faszination für KI und die damit verbundenen technologischen Errungenschaften lenken uns oft von unserem inneren, spirituellen Selbst und der Verbindung zu unserer wahren Natur ab. Das Ego nutzt diese Ablenkungen, um uns in der Illusion der Formen und der Welt der Trennung gefangen zu halten. Darüber hinaus strebt das Ego nach Kontrolle, Macht und Einfluss, und KI kann als Werkzeug dienen, um diese Ziele zu erreichen. Die Vorstellung, dass Technologie uns mehr Kontrolle über unser Leben und unsere Umwelt verschaffen kann, verstärkt die Illusion der Trennung und des Mangels. Die Faszination für KI verstärkt auch unsere Abhängigkeit von materiellen und technologischen Dingen, was uns von der Suche nach innerem Frieden und wahrer Erfüllung ablenkt, die nur durch die Anerkennung unserer Einheit mit Gott und der Liebe gefunden werden können. Obwohl das Ego uns glauben machen kann, dass KI unser Leben verbessern und vervollkommnen kann, lenkt es uns oft nur von der tieferen spirituellen Arbeit ab, die notwendig ist, um wahres inneres Wachstum und Heilung zu erfahren. Ein Kurs in Wundern betont, dass wahre Glückseligkeit und Frieden nicht durch äußere Dinge oder technologische Errungenschaften erreicht werden können, sondern durch die Transformation des Geistes und das Loslassen der Illusionen des Egos. KI kann als eines der vielen Puppenspielzeuge des Egos betrachtet werden, die uns von dieser inneren Arbeit abhalten. Letztendlich fordert uns EKIW dazu auf, über die Illusionen und Ablenkungen des Egos hinauszusehen und die wahre Natur unserer Existenz zu erkennen, die in der Liebe und Einheit mit Gott liegt. Dies erfordert, dass wir die Bedeutung und den Wert, den wir auf solche Puppenspielzeuge legen, hinterfragen und uns auf das Wesentliche konzentrieren: die Heilung des Geistes und die Rückkehr zur Quelle.